Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator, ne? Wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir sind noch immer in Montana unterwegs. Oder können wir noch... Hier, das könnten wir noch kaufen und das können wir noch freischalten. Das machen wir gerade. Die ist aktiv. Die sollte nicht aktiv sein. Muss ich nur gerade mal gucken, welche Taste ich verwendet habe, um das zu deaktivieren. Die habe ich nämlich umgestellt, das weiß ich noch. Anpassen. Welche haben wir denn da genommen? Headtracking zurücksetzen. Joy-Taste 20. Achso, das ist die. Genau, und Hektor. Umschalt. Plus Num. Ne, das sind die Eye-Tracking. Aktivieren. Hä? Ach, da. Minus. Minus habe ich dafür verwendet. So, so ist nämlich besser. Fahrt vorsichtig. Genau, machen wir. Dann fahren wir mal geschwind. Oh, da haben wir schöne Aufträge. Der sieht sehr interessant aus. Aber wir brauchen World of Trucks Aufträge, dass wir die Challenge da noch fertig kriegen, ne? Jetzt fahren wir nur erstmal geschwind. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ich hätte auch einfach da die kurze Straße nehmen können. Biege nach rechts ab. Habe ich nur zu spät gesehen, dass sie da ist. Da hätten wir hier einfach fahren können. Ich weiß nicht, warum Alexa mir das unterschlagen hat. Was heißt nicht Alexa? Helga. Helga natürlich. So, da müsste eine Werkstatt sein, wenn ich das richtig sehe. Ach so, und das Gelände, da könnte ich kaufen, ne? Das machen wir gleich. Gleich suchen wir erstmal einen Auftrag hier aus der Ecke. So. Ach, das ist eine Arbeitsagentur. Arbeitsagentur ist natürlich uncool. Ich sehe... Oh, der fährt rückwärts. Das ist gut. Das ist aber nett von dir. So, jetzt schauen wir erstmal nach Aufträgen. Externe Aufträge brauchen wir noch zwei. Wir müssen hier nach Kalispell, wir müssen hier nach Havre. Achso, Lewistown. Great Falls. Havre wäre möglich. Was haben wir noch? Nochmal
Auch nochmal. Da könnten wir noch hin. Oder damit. Oder mit Tierfutter. Das wäre auch nicht uninteressant. Helena. Ne, da wollen wir nicht hin. Billings wollen wir auch nicht hin. Butte auch nicht. Laurel auch nicht. Laurel alles. Die Ladung sie. Oh, Busenman, aber da waren wir auch schon. Kalispell wäre das da oben. Thompson Falls. Ja, das ist alles jetzt schon weiter, wenn ich das richtig sehe, ja. Na, dann nehmen wir hier vorne irgendeinen. Fahren wir nach Lewistown, würde ich sagen, oder? Ja, machen wir. Gucken mal, was uns da erwartet. Getreide müssen wir transportieren, okay. Schauen wir mal, wo wir das herholen. Okay, wir fahren los. Sehr gut. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Ich überlege gerade, ob ich hier das Ding kaufe. So haben, haben wir, ne? Neue Route finden. Was wir haben, das haben wir. Fertig zum Losfahren. Torque Headquarters. So, die Werkstatt wäre auch unsere. Können wir bei Gelegenheit nochmal vergrößern. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja. Wenn frei ist, machen wir das. Und es ist frei. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Hier holen wir das. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung da ist er doch abgeschlossen. Da ist er doch. Natürlich das Problem, dass wir mit dem langen Truck davor fahren müssen. Und vorne wenig Platz ist. Naja, es geht. Es geht. Zeit zu gehen. Passt. So, ja. Ein bisschen kürzer als der letzte. Aber es macht ja nichts. Wo war der letzte? Ich weiß gar nicht, wie lang. Was hatten wir denn da? War das die Walze? So. Dann fahren wir mal zum Ziel. Biege nach links ab. Da ist frei. Biege nach links ab. Ja.
geht's auf den Parkplatz, okay. Demnächst rechts abbiegen. Und dort geht es auf einen Parkplatz. Biege nach rechts ab. Das sieht immer so knapp aus, aber wenn man dann von hier aus guckt, haben wir noch ziemlich viel Abstand. Von dem her. Aber so ein schöner Zug, gefällt mir. Oh, weiter geht's. Wow. Blinken muss ich ja trotzdem noch. Ich blinke ja schon viel mehr. Der Anhänger kommt schön hinterher. So muss das. Immer geradeaus. Und grün. Grün aber jetzt nicht. Oh, da vorne müssen wir links. Dann fahren wir hier auch mal schon auf die linke Spur. Dann sind wir hier nämlich gleich richtig. Biege nach links ab. Oh, wo geht's denn da geradeaus weiter? Bin ich aber mal neugierig. Wo fahren wir denn dahin? Ach, nur hinten auf das Firmengelände, okay. Okay, lass uns eine neue Route finden. Schade. Route neu berechnen. Schade. Blödsinn, braucht doch nicht blinken auf dem Firmengelände hier. Ja, sind manchmal so diese kleinen versteckten Routen, ne? Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Das war knapp. Links ab. Biege nach rechts ab. So. Das dürfen wir bei Rot. Ja, war den kleinen Schlenker durchaus wert. Die Zeit haben wir ja. Wir sind ja mit World of Trucks Touren unterwegs. Da haben wir die Zeit. Ja, war ein netter kleiner Abstecher, ne? Hat nicht viel gebracht, nur ein Umweg, aber das war ja egal, ist ja egal. Wir haben wieder eine versteckte Route mehr entdeckt. Weil ich hab's schon gesehen. Geradeaus waren keine Kreuze und hier war aber auch keine Straße angezeigt. Da habe ich gedacht, das muss ich doch direkt nutzen, die Chance. Direkt müssen wir das nutzen. So, und immer schön die Augen offen halten nach versteckten Routen. Wie viele Tonnen haben wir denn geladen? 21 Tonnen, okay. Schon eine Ansage. Und wie lang ist die Fahrzeit? Stunde 42, das ist ja nicht so weit. Könnten wir vielleicht heute noch schaffen. Knapp 2 Stunden. Wird eng. Okay, können wir umfahren, das ist gut. Immer geradeaus.
Dann tun wir das doch. Genau, da sind wir nämlich von hier so, von da rechts gekommen. Jetzt haben wir wieder auf neuen Strecken. Mit erlaubten 65 Meilen pro Stunde. Schneller geht eh nicht. Nicht mit World of Trucks Touren. Das ist eine herrliche Landschaft, ich lieb's. Das waren so die Anfänge von American Truck Simulator. Da fand ich alles sehr wüstenlastig. Also die Basis Bundesstaaten sind doch sehr, sehr wüstenlastig. Aber was jetzt immer so mehr dazu kommt, gefällt mir. Und auch die Orte, wo man hinfahren muss, das mit den versteckten Strecken, vor allen Dingen die eine lange versteckte Strecke, die ist ein absoluter Traum. Wo wir da auch schön über da an den Felsen vorbeifahren müssen und so. Haben wir ja vor einer Weile gemacht. Die ist echt ein absoluter Traum, die Strecke. Und ich finde es eine schöne Idee, das ermuntert die Leute, nach sowas zu suchen. Da einfach die Augen offen zu halten. Finde ich eine tolle, tolle Idee. Und wer das nicht will, der muss ja nicht, ne? Man ist ja alles nur ein Kann. Bitte links halten. Bitte links halten, das machen wir. Könnten wir pennen, brauchen wir aber noch nicht. Wann müssen wir eigentlich? In 2 Stunden 15. Okay, das heißt, wenn wir abgeliefert haben, sollten wir tatsächlich pennen gehen. Und ich glaube, vielleicht schaffen wir es noch diese Folge. Glaub aber nicht. Weil ich will jetzt oder kann die Folgen auch nicht groß überziehen, weil ich habe es ja in den letzten Folgen schon mal gesagt, ich muss jetzt ordentlich vorarbeiten für, weil ich nächstes Wochenende keine Zeit habe. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder nur sehr wenig Zeit habe. Deswegen muss ich da praktisch die eine Woche jetzt vorarbeiten oder einen Großteil der Woche vorarbeiten. Neuer Aussichtspunkt. Achtung, achten okay. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Den können wir gleich auch noch mitnehmen. Können wir auch jetzt mitnehmen. Entschuldigung fürs Nicht-Blinken. Aber den machen wir jetzt zum Abschluss, oder? Ja, machen wir jetzt zum Abschluss. Ich sag damit schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und genießt mit mir jetzt den Aussichtspunkt. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.